Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Heute werden wir uns wieder ein bisschen Rohstoffe sichern anhand des Meilentickets. Habe ich beim letzten Mal schon mal gekauft. Und naja, was verfolge ich eigentlich mit dem Ganzen jetzt für ein Ziel? Ganz einfach erklärt, der Top-Ankauf aktuell ist die Eisenwandlampe und die kostet halt einiges an Eisen auch, aber bringt dennoch ca. 7000 Sternis pro Stück. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall ausnutzen. Das heißt, wir müssen auf eine fremde Insel, um eben Eisen noch ein bisschen zu ergattern. Ein paar Felsen habe ich noch übrig, die ich hier auch auf meiner Insel noch nicht geschlagen habe. Geschlagen. Hört sich jetzt brutal an. Ja, ist aber so. Das werde ich nachher noch machen. Aber es sind halt Sternis und die brauche ich halt. Vor allem nachher dann, wenn wir von der Insel zurück sind, schaue ich mir nochmal den aktuellen Rübenpreis an. Vielleicht ist der ganz gut. Wenn ja, dann I like it so much. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann komme ich natürlich auf eine Insel, die einerseits aber auch gut ist. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin schon mal auf eine Insel gekommen, wo 6 Felsen waren und überall sind nur Sternis rausgekommen. Das ist natürlich ein Sternisegen, ich weiß, aber trotzdem wäre mir in dem Fall das Material jetzt etwas lieber. Mal gucken. Boah, die Begrüßung war jetzt auch ein bisschen krampf, muss ich offen und ehrlich zugestehen. Ich habe mal wieder ein bisschen zu schnell geredet. Das ist halt so ein Problem, das haben mir sogar schon relativ oft Lehrer gesagt. Ich rede zu schnell. Wenn ich mal was sagen will, rede ich zu schnell. Und dann bin ich halt dazwischen einfach zu oft wortlos. Und ich sehe gerade, ich habe mein Glück bekommen. Wir sind bei einer Bambusinsel. Yay. Yay, yay, yay. Na gut. Dann fange ich mal an mit dem Schlagen von den Steinen. Ich muss dennoch kurz noch im Hintergrund. Ich glaube, meine Schaufel könnte hier jetzt natürlich auch wieder broken gehen. Vorsicht. Wenn jetzt nur Lehm rauskommt, das wäre natürlich belastend. 2 Eisen. 3 Eisen. 4 Eisen. Okay, 4 Eisen. Das ist schon mal ganz gut. Den Bambus werde ich übrigens mitnehmen. Ja, was verfolge ich jetzt eigentlich noch für Ziele auf meiner Insel? Ihr wisst, der Waldwanderweg, ihr habt ihn schon sehr oft gehört und ihr werdet ihn immer wieder hören. Er wird das letzte Bauprojekt hier wahrscheinlich auf der Insel sein. Außer es fällt mir danach noch irgendwas ein. Irgendwelche kleinen Sachen. Aber von den großen Bauprojekten ist es auf jeden Fall mein letztes. Zumindest müsste dann eigentlich gar kein Platz mehr vorhanden sein. Vielleicht werde ich beim Fußballplatz noch irgendwas ändern irgendwann, aber naja. Derzeit geht es halt eher darum, jetzt mal Sternis gut zu erfahren und vielleicht auch mal die Schulden abzubezahlen. Das Haus könnte ich noch als großes Bauprojekt sehen. Das Haus maximal vergrößern, aber das dauert halt auch seine Zeit. Naja, Schulden kann ich zum Glück ganz gut abarbeiten, indem ich halt, wenn der Rübenpreis passt. Wirklich, also jeder, der was übrigens Rüben nicht anerkennt, wirklich schämt euch. Ich habe es früher in New Leaf auch getan. Dabei sind Rüben wirklich das Wichtigste, was nur geht. Weil, ihr müsst halt bedenken, ich habe 3000 Rüben gekauft und habe dafür, ich glaube, ja, so um die 200.000 Sternis ausgegeben. Das ist relativ viel, ich weiß. Aber, wenn halt der Rübenpreis passt, und halt zum Beispiel 500 Sternis pro Stück, was halt sehr selten vorkommt, dann kriegt ihr halt das Fünffache wieder zurück. Und das ist halt nicht wenig. So, Bambussprossen bekommen wir auch wieder. Also Rüben ist halt wirklich die einzigartige Methode, um hier relativ schnell an Sternis zu kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Weil letztens hat mich eben auch mal eine Abonnentin angeschrieben auf WhatsApp, also man kann, ich sage jetzt Abonnentin, weil ich keinen Namen nennen will, hat mich natürlich abonniert. Die hat mir mal gesagt, sie hat so einen Rübenpreis von über 500 und ich war halt echt sauer auf mich selbst, dass ich die Rüben in dem Fall noch nicht hatte. Weil ich halt genau in der Woche, wo das passiert ist, habe ich halt die Rübenfrau verpennt. Und da muss ich halt aufpassen, ich werde sie auf eine Aufnahme noch raufbekommen, irgendwie. Das heißt halt, ich muss am Sonntagvormittag mir den Wecker stellen, das ist das Problem. Sonntag ist halt so ein Tag, da schlafe ich gern bis 11 oder so. Da wachst du auf, bist noch komplett benebelt und sowas. Und naja, dann hast du halt das Pech und du kannst sie nicht aufnehmen. Na gut. Ich glaube, das ist der letzte Felsen hier auf der Insel. Ein bisschen Eis ist auf jeden Fall rausgegangen. Jo. Wie viel habe ich jetzt dann? 20 Stück, da gehen sich 5 Lampen aus. Beziehungsweise 4. Ich werd mir nämlich die anderen 4 übrig lassen. Weil ich brauche noch ein bisschen was auch noch bezüglich, wenn mal ein Werkzeug kaputt geht, nicht, dass ich einfach nur dumm dastehe. Ja, es sieht echt so aus, das war der letzte Felsen. Na gut, dann machen wir jetzt den Kino-Move, Unkraut klauen natürlich.
Davon habe ich nämlich fast gar keins mehr auf der Insel. Bringt natürlich auch noch ein paar Sternis mit. Und vielleicht habe ich das Glück, ich habe jetzt gar nicht geguckt, vielleicht gibt es hier Pinkosmeeren oder sowas. Sieht aber in erster Linie nicht so aus. Nee. Weiß, gelbe und rote halt. Hier ist noch eine Bambussprosse. Wo könnte ich Bambus bei mir eigentlich noch hinbauen? Gute Frage. Weil ich habe selber bei mir auf der Insel aktuell nur 4 Bambussprossen oder sowas gesetzt. Nämlich um das, um diesen Teich da herum, ihr wisst schon. Muss ich mal überlegen, ja. Soll ich das jetzt alles abholzen, die Insel? Ist jetzt schon asozial. Ich weiß nicht, ob das wirklich so jedem gefällt, wenn ich jetzt mit meiner richtigen Axt hier gerade reinlunze dann. Und ich dachte, da hinten wäre jetzt, hätte ich gerade das Glück und da wäre eine Pinke gewesen. Nee. Ah, verdammt. Wie kriege ich Pinke Kosmieren? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich will es wissen. Gut. Dann lasse ich das Unkrautklauen mal bleiben und kümmere mich jetzt um den Bambus. Da ist eine Flaschenpost. Vor allem, ich muss halt jede Menge Bambus, wenn irgendwann der Frühlingsbambus aus sein wird. Dass ich halt immer genug im Lager habe und sowas. Dein fleißiger Markus stand da unten gerade. Was? Okay, es gibt irgendein Tier offenbar, was hier, also irgendein Wesen, welches auch Markus heißt wie ich. Boah, wenn ich den auf der Insel hätte, das wäre geil. Ich weiß jetzt, wie man ein Orangentischchen herstellt. Warte, heißt das, ich brauche Orange, ne? Warte mal. Lol, das sieht richtig fruchtig aus. 10 Orangen? Ich glaube, das geht sich nicht mal aus, weil ich nur 3 Orangen... Ne, Blödsinn. Ich glaube, ich habe 6 Orangenbäume. Das müsste sich ausgehen. So, hier ist wieder irgendwas erfüllt. Da ist was im Busch. Ah ja, stimmt. Weil ich halt heute schon die beim letzten Mal die Dinger platziert habe. Ja, das war's auch schon. Jupp. Hier sind halt noch so viele Felder frei. Was fehlt hier eigentlich alles noch? Also wir sind halt noch lange nicht fertig. Da oben haben wir alles, aber irgendwas fehlt hier noch. Keine Ahnung, sind das halt vielleicht so... Das sind vielleicht so einstellige Missionen. Museum vervollständigen oder sowas. Keine Ahnung. Ballonschütze. Okay. KK-Konzertkartenkäufer. Okay, das ist aber auch wieder alles zeitlich oder so gesehen. Na gut. Sonst hier noch irgendwas. Bewohner sollte es, glaube ich, nicht geben, weil ich halt logischerweise schon voll bin. Ne, aber das ist ja gerade echt belastend, dass ich Dagmar auf der Insel habe. Das ist halt, habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. Dagmar auf der Insel, das ist halt am Campingplatz. Das ist halt so ein Zufall. Vor allem, weil halt eine YouTube-Kollegin, die halt auch auf der Insel hat. Beim Campingplatz. Dann könnte ich nämlich dort die nämlich einziehen lassen. Aber ich habe letztens mal so ein Bild gesehen von dieser regenbogenfarbenen Bär da. Ich weiß halt nicht mehr, wie der heißt. Mutsuki, glaube ich, oder irgendwie so. Oder Mitsuki, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den gibt es ja, soweit ich weiß, in New Horizons hier gar nicht. Sollte es den geben, den hätte ich recht gerne. Die ist halt relativ eingebildet, aber ganz ehrlich, allein schon für das Design, was sie hat, feiere ich mega. Bambus. Warum gibt es keine Pandas? Obwohl Pandas würden mich hier treten in dem Fall. Ich möchte aber nicht alles abholzen, das ist halt sonst wirklich ein bisschen krass asozial. So, den lasse ich stehen, die lasse ich stehen. Den am Rand hier noch, auf jeden Fall. Ich sollte mal gucken, was ich alles mit den Bambus denn eigentlich craften kann. So, hier an der Seite ist nichts mehr. Jupp. Scheint alles gut zu sein. Den holt sich noch ab. Gut. Dann würde ich sagen, ab zurück wieder nach Delizien. Unkraut habe ich auch ein bisschen mitgenommen und. Somit bin ich hier fertig. Und das natürlich wieder, das machen wir wieder 2000 Meilen wert, nicht zu vergessen. Nee, aber für Sternis muss man das halt tun. Und mit diesen 20, 4 Stück, ja, es sind 28.000 Sternis, was jetzt rausgehen. Vor allem, ich werde den Bambus wahrscheinlich auch noch verkaufen. Den normalen. Den Frühlingsbambus nicht. Den brauche ich nämlich noch. Für später. Ja, ist die Folge jetzt dann einfach beendet, nachdem ich das abgegeben habe? Nee, ist es nicht. Ich weiß, dass Gulliver noch auf der Insel liegt, deswegen werde ich den natürlich auch nochmal kurz aufwecken. Ja. Das geht so nicht, dass der hier nur pennt.
Das geht wirklich nicht. So, 17 Leben, das reicht. 20 Eisen. Umgestaltungsset und alles. Badetuch, Muskel. Stimmt, was war denn dieser Muskelanzug eigentlich? Oh. Warum brauche ich sowas eigentlich? Einfache Antwort. Ich brauche es gar nicht. Bitte wieder das anziehen, was ich hatte. Danke. Das sieht halt echt hässlich aus. Gut. Die Eisenlampe. Den Orangentisch, ich glaube, den werde ich auf jeden Fall herstellen irgendwann. Schaukelwider gibt es auch noch. Stimmt, der kostet ja so viel. Schaut euch das an, der Schaukelwider. Der kostet einfach ein Golderz, zwei Widersplitter und drei Sternensplitter. Ich glaube, das habe ich sogar alles. Okay, bevor wir das Ganze craften. Ich habe 6 Golderz im Inventar, nicht wahr? Da kann ich die zwei wertvollen Sachen ganz schnell herstellen. Mache ich ganz schnell. Wenn ich nicht wieder die Tasten vertauschen würde die ganze Zeit, verdammt. Frühlingsbambus, genau. Den lagere ich gleich mal weiter. Dann. Warum finde ich die verdammte Taste irgendwie nie? Hier. Riesenspitler. Widerspitler, genau zwei, nice. Dann noch die drei und das Golderz. Wo habe ich denn das wieder? Golderz, hallo. Where are you? Hier bist du. 6 Stück hatte ich immer im Lager. Okay, dann nehme ich jetzt mal kurz eins raus. Noch eins raus. Genau, und die zwei packe ich wieder ins Lager. Und dann müsste ich jetzt alles haben, was ich benötige. Das würde mich interessieren, wie viel kostet denn das Teil dann eigentlich, wenn ich es gecraftet habe? Weil eigentlich müsste es im Wert 30.000 liegen. Was ja 3 Golderze sind. Und hier schon wieder irgendwer unten am Überlegen. Ich wette, es ist Susanne. Nicht wahr? Nee, es ist Anne. Was hast denn du? Geht's dir gut? Ich habe eine riesen Überraschung für dich, Markus. Tada! Da, nimm schon! Ich dachte schon, du sagst jetzt irgendwas anderes komisches. Ein Pulli mit Kopfhörern. Der ist für meinen BFF, also dich. Ich würde ausflippen vor Glück, wenn dir mein Geschenk Freude macht. Okay. Okay, warum denn nicht? Ja, lass ich gleich mal anfangen, ne? Warum denn nicht? Beim nächsten Mal habe ich es dann wieder ausgezogen, 100%. Ne, wenn es immer schon was so gibt, dann warum denn nicht? So, der Schaukel wieder. Es ist halt, wie ich finde, boah, eigentlich jetzt eine Verschwendung. Den könnte ich theoretisch am Spielplatz hinpacken, nicht wahr? Geht halt echt. Dann was habe ich noch? Die Bambuskugel. Geil, erstelle ich sofort. Jetzt crafte ich mal all die ganzen Sachen, die ich bisher nie gecraftet habe. Wasserspiel habe ich schon. Laubhaufen grün. Kostet Frühlingsbambus. Nudelrutsche kostet auch. Warum eigentlich Nudelrutsche? Ja, okay, versteht der Teufel wer. Der Dschungelboden wäre jetzt möglich. Und was haben wir hier noch? Geflechtsrucksack. Efeutopfpflanze. Kostet auch Leben, sehe ich gerade. Hier und Urwaldtapete. Ey, die sieht aber nicht schlecht aus, die gefällt mir. Kostet Weichholz. Und hier ist jetzt dieses goldene Ding. Ich werde es auf jeden Fall anbieten im Shop. Mal schauen, was es für einen Wert hat. Aber eigentlich ist es schon was relativ Wertvolles. So, und die Eisenlampe. Auf einmal bin ich Sterni-Millionär. Auf einmal diese 3 Golderz werden auf einmal verdreifacht oder sowas. Ihr wisst schon, 100.000 kostet das auf einmal. Oder hat's Wert? Ja, ich bin heute ein bisschen Crafting-Fieber, ihr seht schon. Aber ja, die Insel muss sich auf eine gewisse Art und Weise auch trotzdem vom Finanziellen her fortentwickeln. Die Wirtschaft ist nicht zu unterschätzen hier. Vor allem, wenn ich halt das ganze Geld an mich nehme. Und da kann ich ja dringend noch nachfragen bezüglich Rübenpreis und sowas. Wenn der jetzt auch noch am Explodieren ist, dann bin ich ab heute Sterni-Millionär. So, habe ich. Die Kiltjacke behalte ich. Die Bäume muss ich dann noch loswerden. Das ist jetzt schon wieder... Ha, ich hätte gerade Bock, das zu craften. Ich bin jetzt so richtig an den Crafting-Fieber. I don't know. Ich habe übrigens schon erfahren, dass wenn das Haus maximal ausgebaut ist, dann soll angeblich 1600 Plätze das ganze Haus beinhalten, also zum Lagern. Das ist halt echt krass. 1600 Plätze ist nicht wenig.
Gut. Also, ich habe ein bisschen was für euch. Ich werde es natürlich gestaffelt verkaufen, also zuerst die Eisenlampen. Und das ganze, der ganze Plunder. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Warum ist Muskelanzug überhaupt weiblich eingestuft? Beziehungsweise soll das Ganzkörper heißen, I don't know. So, Eisenwandlampe, Eisenwandlampe, lalalala. Bambuskugel behalte ich, Schaukel wieder behalte ich natürlich. So, die Zäune weg hier, das Lehm behalte ich, Unkraut behalte ich. Ja, ich behalte alles eigentlich hier. Den Laubbaum könnte ich noch weg. Warum abholzen, wenn ich ihn auch verkaufen kann, warum nicht? Pflanzt die bitte irgendwo anders aus, wo er benötigt wird. Und 33.383 Sternis. Das ist schon mal was Gutes. So, und jetzt lasst mich bitte überraschen. Wie viel hat der Skold gerade? Ne, ich fange mit dem Schaukel wieder an. Wartet, ich fange mit dem Schaukel wieder an. Wie viel hätte der wert? Ein Schaukel wieder. Dafür können wir dir 12.125 Sternis bieten. Okay, der hat wahrscheinlich nur den Wert eben, was er bezüglich Materialaufwand hat. Das heißt, ich vermute, das Goldskarabierungs wird gleich sein, nicht wahr? Also wird wahrscheinlich 30.000 kosten. Bitte komm. Überrasch mich jetzt, wirklich. Nee, 30.000, ich hab's gesagt. Ich glaube, der Goldskarabäus ist einfach nur dazu da, dass du halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach, wenn du keinen Platz mehr hast oder zu viel Gold hast, kannst du es so auf die Art und Weise neu lagern. Na gut, dann habe ich Pech gehabt, den Bambus wollte ich noch loswerden, aber na gut. Schade drum. Ich hatte halt echt gedacht, eventuell, dass vielleicht der Wider doch ein bisschen mehr Wert hat bezüglich der Sternschnuppen und sowas. Gut, Rübenpreise. Und? 88 Sternis, du kleiner Pisser, du. Oh Gott. Natürlich hat er nichts heute auf dem Start. Am Vormittag waren es noch, glaube ich, 92 und jetzt 88. Mann, ist es bitter. Na gut. Dann schaue ich mal ganz kurz auf die Zeit. Ich glaube, ein bisschen was können wir sogar noch machen. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt die Früchte ernten. Stimmt, dann sollte man wieder einen Top-Ankauf mit Kirschen und sowas sein. Dann bin ich schon mal im Vorteil. Ich erinnere nochmal kurz an diese eine Phase, wo halt Kirschlautsprecher tatsächlich der Top-Ankauf waren und mir einfach, ich glaube, 200.000 Sternis oder so gebracht hat. Vor allem, ich bin halt nachher dann draufgekommen, weil das Ding halt nur... Wo ist die Kirsche jetzt hin? Ah, okay. Die konnte da reinfallen. Ne, mir ist das nämlich nachher dann aufgefallen, nachdem der ganze Ding vorbei war, halt mitten in der Nacht oder sowas, da ist es dann halt passiert, dass ich ja theoretisch Kirschen noch hätte kaufen können für 4.000, zwei Eisen dazu, und da hätte ich einfach 8.000 oder 7.000 wieder bekommen. Das ist mir erst später dann eingefallen. Ja, ist ja blöd gelaufen, ich weiß. Aber theoretisch hätte ich mir da unendlich viel Sternis verdienen können. Anhand nur dieses einen Top-Ankaufs. Ich werde es mir beim nächsten Mal auf jeden Fall merken. Sollte es überhaupt passieren, dass jemals wieder ein Top-Ankauf in die Richtung kommt. Von wo habe ich denn jetzt Kirschen überhaupt hinplatziert? Das ist ja auf der ganzen Insel. Wartet, andere Seite. Genau. Dort oben müssten welche sein. So ist er. Oh, sorry, Heribert, das wollte ich nicht. Okay, die eine Kirsche ist lost, weil die kann nirgendwo erscheinen. Da oben ist aber noch eine. Da sind noch Orangenbäume. Orangenbäume sollte ich ein bisschen mehr verbreiten, von denen habe ich so richtig wenig. Jetzt habe ich halt den Heribert gerade die Ehre genommen. Habt ihm einfach mal das alles. Warte, hey lol. Oh. Muss ich von der anderen Seite? Jetzt willst du das schon wieder jagen, hallo? Der jagt ohne Ende. Ist so richtiges Jägerherz mit ihm. Stimmt, die Steine kann ich jetzt noch, die anderen, die ich halt habe. Die kann ich auch noch. Und beim nächsten Mal werde ich dann wahrscheinlich alle Feldwege nochmal ein bisschen bearbeiten. Beziehungsweise, das habe ich mir noch nicht sicher überlegt. Sollte ich es tun, dann wären es halt Terrakotta-Wege. Ey, dafür kann ich jetzt nichts, ganz ehrlich. Hättest du schneller zugeschnappt, Heribert. Boah, so ein Noob im Fang.
Aber so richtig. Größter Noob jeweils in meinem Leben, was ich gesehen habe. Ich weiß, sehr interessant zum Zusehen, nicht wahr? Nee, also wenn du den ganzen Tag schon Animal Crossing aufnimmst, irgendwann geben wir auch die Kommentare und sowas aus. Nee, passt schon. Passt schon. Vor allem, ich finde, die Lizia mittlerweile hat sich prächtig entwickelt mit dem ganzen Wert und sowas. Also die Insel ist auf jeden Fall sehr ansehnlich. Ich würde sagen, als nächstes auf jeden Fall. Oder besser gesagt, mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall erstmal das Haus abbezahlen und dann auf jeden Fall weitere Brücken und sowas platzieren. Weil, naja, ich möchte zumindest mal alle Gänge oder sowas, damit ich halt nicht, dass ich, also den Sprungstab, dass ich das Wort rausbekomme, den werde ich natürlich weiterhin behalten, das ist klar. Aber es wäre doch schön, wenn alle Sachen zumindest mal verbunden wären. Fände ich zumindest cool. Könnt ihr euch vorstellen, dass es aktuell halt leider noch nicht so ist. Ja, ansonsten, ich werde die restlichen Meilen wahrscheinlich irgendwann nochmal, wenn ich alles habe, oder nicht mehr weiß, was ich platzieren soll, ich werde dann wahrscheinlich nur noch Laternen oder sowas kaufen. Dass halt alles schön in der Nacht beleuchtet ist. Nee, aber es wird alles noch dauern, verspreche ich euch. Also Folge 50 steht sowieso bald voran. Das dauert nicht mehr lange. Ja, dann schauen wir weiter, wie es geht. Also dreistellig werden mit den Folgen wäre auf jeden Fall cool. Vor allem innerhalb von so kurzer Zeit. Müsst ihr auch bedenken. So, darüber noch ganz schnell auf die... Ja, okay, hier beschwere ich mich gar nicht. Wenn ihr euch jetzt wundert, ey, was ist das hier? Das ist mein Rübenfeld. Hier lagere ich meine Rüben. Ich weiß, ich sollte irgendwie einen gesicherten Bereich irgendwo machen. Bezüglich Rüben. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Wahrscheinlich werde ich irgendwo einen Raum oder so platzieren. Warum? Wart, weil jetzt hier... Oh Gott, nicht wirklich, oder? Nur weil hier jetzt Rüben sind, kann das nichts droppen. Das ist schon scheiße. Hier sind noch Kirschen. Aber hier wenigstens. Gut, war glaube ich der letzte Kirschbaum, nicht wahr? Sieht so aus. Ne, da oben ist noch einer. Stimmt, Gulliver habe ich komplett vergessen. Der ist ja da oben noch. Ja gut, okay. Entweder werde ich ihn privat... Nee, komm, den habe ich ja schon in der Folge gemacht. Den mache ich privat. Felsen wir jetzt noch ein paar. Das sind 1, 2, 3, 4, 5... Okay, es sind fast 8 Stück. 8 volle. Mit dem einen da oben sind es auf jeden Fall 8. 8 mal 10. Ja. Kann ich leben. So, dann kommen wir jetzt nochmal zur eigentlichen Sache, nämlich mit dem Felsen. Ich hoffe, die Schaufel hält noch. Falscher. Da oben möchte ich hier bitte. Gut. Bringe mir Reichtum. Das heißt viel Eisen, bitte. Ja, okay, 3 Stück. War schon mal besser. War schon mal viel, viel besser. Mir fallen auf Anhieb halt nur 3 Steine jetzt noch ein. 2 Steine, die ich jetzt noch nicht habe. Für heute. Das ist nämlich der eine links unten gleich direkt. Hier. Scheiße, jetzt habe ich das Loch vergessen. Ah, jetzt muss ich ohne. Ja, ist nicht ganz ausgegangen, leider. Aber hey, immerhin 4 Eisen. Das heißt, wenn oben jetzt noch eine gute Ausbeute kommt, kriege ich noch einen halbwegs guten Top-Ankauf des Tages hin wahrscheinlich. Beziehungsweise ich use die 30 Eisen, die ich bei mir im Inventar noch habe, zu Hause. Dann ist halt Eisen fürs erste Mal Problematik, weil ich halt nichts mehr habe von dem. Ist halt schon risikoverbunden, ne? Ich laufe trotzdem mal hin. Hier ist so eine Brücke, die ich auf jeden Fall noch platzieren muss. Weil hier kann ich eh durchlaufen. Hier ist mein Fußballplatz. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Da oben ist übrigens das Haus von Mareile. Ist die überhaupt zu Hause gerade? Bin unterwegs. Sollte es wichtig sein, such mich. Die gute habe ich euch nämlich noch gar nicht vorgestellt. Das heißt, wenn ich sie sehe in der nächsten Folge, dann werde ich sie auf jeden Fall kurz mal vorstellen. Was war denn das jetzt? Vor allem, ich habe es gerade schon wieder vergessen da hinten. Ja, komm, schon wieder das falsche Loch.
Ja, nee, ist klar. Willst du mich verarschen eigentlich? Zu damit. Ich muss genau da reinfallen, nämlich. Ernsthaft jetzt, was ist das bitte gerade? Bin ich gerade echt zu dämlich für eine Schaufel, damit ich mit der umgehe? So, jetzt stecke ich. Als ob. Boah, Alter, was? Nur zwei Eisen? Das ist schon belastend jetzt. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr vorgestellt, aber okay. Und jetzt soll er dieses verdammte Loch zupuddeln, was tut der? Der springt einfach drüber. Logisch natürlich. So, hätten wir sonst noch irgendwas zu tun? Hier ist der Abgang. Keine Sorge, Leute, es kommt hier noch eine Brücke hin. Hier nämlich. Da brauche ich hier jetzt nicht im Kreis laufen. Aber ich folge jetzt einfach mal diesen Weg. Hier auch nochmal kurz der Spielplatz für alle, die ihn in der letzten Folge nicht gesehen haben. Dam, da, dam, da, dam. Für die Kinder. Na gut. Wie viele Eisen habe ich jetzt? 13 Stück. Das heißt, es gehen sich genau 3 aus. Ich würde sagen, das machen wir auch. Das Gute ist übrigens, bezüglich meiner Materialien, sobald nämlich der Shop dann ausgebaut ist, der wird sich nämlich wahrscheinlich, der wird sich ab morgen dann, nicht wahrscheinlich, der wird sich ab morgen, dann im Umbau befinden. Da ist es dann nämlich so, sobald der umgebaut ist, wird sich wahrscheinlich die Profi-Angel und sowas craften lassen. Habe ich zumindest gehört, dass das ist. Wenn der Shop ausgebaut ist, dann soll sich die Profi-Angel bauen lassen. Das ist schon mal ganz gut. Weil die hält halt viel länger. Dann brauche ich ja nicht mehr so viel Material verschwenden halt für die Sachen hier. Ich meine, ich könnte natürlich für alle Zeit noch Wackelangeln und sowas machen, aber wenn ich ja kein Eisen mehr habe, aber das ist halt echt blöd. So, irgendwelche Nook-Miles sind mal wieder erfüllt, genau. Hackeholz unter anderem. Das war aber nicht das, oder? Schmücke dich mit Blumen kann ich halt leider nicht machen. Fange Insekten. Ist hier gerade irgendwo ein Schmetterling vielleicht in der Nähe? Bitte, ja. Hallo? Hallo? Schmetterling? Are you here? No. Ach komm, also habe ich jetzt gerade, wo ich es brauche, keins finde. Das ist wieder schon richtig scheiße. Ey, komm, also habe ich jetzt immer... Ah, hier ist was. Ein Zitronenfalter. Ah, da unten schwebt auch noch was. Irgendwas Großes. Was war denn das jetzt gerade da? Was ist da gerade geflogen? Ich habe doch gerade was gesehen. Ach, hier. Ist das ein Ritterfalter, nicht wahr? Ah, hab dich. Ja, ist ein Ritterfalter. Moment, noch mehr kann ich nicht tragen. Okay, dann lasse ich den Zitronenfalter gleich direkt wieder frei. Weil der hat eh nicht so viel Wert. Gut, ab wieder zu Nuxladen. Ja, ich bin halt gerade ein bisschen auf diesen Sterni-Trip einfach unterwegs, weil eben Sterni-Mangel ist bei mir mittlerweile kein Einzelfall. Also, ist schon oft passiert jetzt da. Rübenpreis passt aktuell nicht und naja, wenn du halt schon so einen Top-Ankauf hast, dann sollte man das natürlich auch ausnutzen. Krass wäre es natürlich, wenn dieses Gold-Ding mal, also was ich da für 30.000 verkaufen wollte, wenn das vielleicht mal der Top-Ankaufpreis ist, weil ganz ehrlich, dann bin ich sofort unterwegs. So, Ritterfalter, Eisenwandlampe. Stein weg, Kirschen behalte ich mir, Goldskarriers behalte ich mir, Bambuskugel behalte ich mir, Bambus behalte ich mir, lalalala. Ja, behalte ich mir eh alles. Wie viel sind es denn dieses Mal? Ich gehe jetzt mal von 25.000 aus. Gut geschätzt, nicht wahr? Nice! Können wir noch mal ein paar Schulden abbezahlen? Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn der Ding ausgebaut ist. Vor allem auch generell, was dann alles entstehen wird. Boah, jetzt fehlt mir wieder das Wort. Bezüglich der Bastelanleitungen. Es wird wahrscheinlich wieder irgendwas Neues geben dann später.
So, der Bankautomat. 60.000 Schulden habe ich, 160.000 habe ich noch. Gut, dann zahlen wir gleich direkt wieder 60.000 ab. Gut, 100.000 sind verbleibend. Dauert nicht mehr lange. Das Haus vergrößern würde ich auf jeden Fall gerne. Was geht eigentlich von Nook Shopping? Da habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Gartenlaterne und Mr. Flamingo. Ja, das wiederholt sich halt alles noch. Kike Country, das kaufe ich. Dass ich halt noch eine weitere Single habe oder sowas. Na gut. Amiibo Camper kann ich halt aktuell gerade nicht einladen, weil ich noch immer keine habe. Der Mediamarkt sperrt leider erst den Samstag auf. Und selbst dann ist es noch ungewiss, ob ich wirklich hinfahren werde, nur für ein Amiibo. Ich meine, es ist trotzdem die Risiko der Erkrankung da. Also Corona. Und das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. So, jetzt hat sich wieder irgendwas erfüllen lassen. Wahrscheinlich, weil ich Sternis ausgegeben habe oder irgendwas. Ja, das mit den Insekten wusste ich schon, aber hä? Warum hat es gerade geläutet? Ach hier, Möbelmacher. Ja gut, bringt mir auch nochmal 1000. 1000 Möbel soll ich... Was? 1000 Möbel, wie soll ich mir das bitte vorstellen? Hier ist noch, versandfrei. Ich muss Nook Shopping tatsächlich ach so. Ja, aber es ist halt immer nur das Gleiche, das nervt mich halt. Na gut. Und jetzt ist natürlich hier wieder ein Schwalbenschwanz und alles. Na gut. Das heißt, ich würde sagen, ich werde mein Lager jetzt da offscreen nochmal entleeren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.